Jetzt ist Toni Polster da. Toni, grüß dich. Hallo, Sebastian. Komm, tritt dich in die Mitte. Ich bin da. Sehr gut. Kannst losgehen. Gut. Gut. Ab. Gleich. Toni Polster. Wenn man liest, Toni, Fußballspieler, Popsänger. Und jetzt, was macht Toni Polster? Ja, ich bin Fußballtrainer mit Leib und Seele. Ich habe jetzt ein Jahr lang sehr erfolgreich die Last Juniors trainiert und werde diesen Weg auch weitergehen und weiterverfolgen. Was ist mit deinem letzten Song? Kannst du noch mal kurz ansingen? Ja, ich habe das Toni Lass es Polster, den Kult-Hit, in einem neuen Gewand nochmals aufgenommen. Wie geht der? Toni, lass es polstern, Toni, polster am tollsten. Mein Spiel hat Feuer, ich hab Wiener Blut. Komm, spiel mit mir, denn du fummelst gut. Sehr gut. Potowski, Uli Potowski, unser Moderator, kennst du natürlich auch. Natürlich, Uli. Das ist ja auch ein großer Schlagerstar. Ja. Wusstest du das? Nein, das wusste ich jetzt nicht. Pass auf, ganz kurz hier. Ich kann an keinem Körper überleben. Ich bleib bei jedem hübschen Mädchen stehen. Das sind noch Texte, ne? Ich kann an keinem Girl vorübergehen. Warum bist du früher mal so wenig gelaufen auf dem Platz, Toni? Ja, ich bin gar nicht so wenig gelaufen. Ich bin oft gelaufen, was die Leute nicht gesehen haben. Ich bin ja 100-mal bei einem Schuss nachgelaufen. Vielleicht ein, zwei Mal hat der Torwart den Ball fallen gelassen, dann war ich da. Also ich glaube, es ist so gewesen, dass ich mir es lieber war, 17, 20 Tore im Jahr zu machen, als nur 7. Und die Leute sagen dann zu mir, ja, aber er hat viel für die Mannschaft gearbeitet. Ja. Das zählt 11 im Fußball, 10 die Tore. Wer schafft es nicht? Gladbach oder Köln? Ja, ich befürchte fast, dass es einen erwischen wird. Aber ich hoffe doch als Anhänger beider Mannschaften, dass es beide schaffen. Aber ja, es schaut nicht sehr gut aus, muss ich ehrlich sagen, obwohl beide jetzt gut gestartet sind. Aber ja, ein Derby ist ein Derby und ich hoffe doch, dass es dieses Derby auch nächstes Jahr gibt. Für wen würdest du gerne arbeiten? Ja, es ist doch so, dass ich über kurz oder lang wieder nach Deutschland kommen werde und irgendeinen Verein erfolgreich trainieren werde. Das ist für mich außer Zweifel. So, Toni, vielen Dank für deinen Besuch. Ich bedanke mich. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wir sind in Köln auf dem Ring. Du musst jetzt aussteigen und den Taxi nehmen. Ne? Jo, danke. Servus, Toni, danke schön.